Hallo Leute, ich bin's wieder, CraftP. Heute mit einem neuen Spiel. Fange ich neu an, Euro Truck Simulator Teil 1. Es werden mehrere Videos davon folgen. Es hängt ein bisschen, wie immer bei mir. So, neues Spiel, wo fangen wir denn an? Hier in Deutschland fangen wir natürlich an. So, fortfahren. So, es wird jetzt geladen, das Spiel. Ja. Ob man jetzt bis vorangeschritten ist. Dieser Teil wird vielleicht nicht so lang werden, weil ich will heute bestimmt noch nicht mehr so richtig losfahren. Ich wollte nur mal so euch alles so zeigen ein bisschen. Wir werden ja sehen. So, und es lädt. So, wenn ihr auf unseren Kanal geht, lest ihr bestimmt oben. Ach, hier sind wir jetzt bei den Wagen. Lest ihr oben CraftRM immer von Montag bis Sonntag Videos. CraftRL, Samstag Filme, Trailer und Let's Plays. Und ich immer Sonntag setz mit Let's Plays. So, wir können uns jetzt aussuchen, welchen Wagen wir haben. Wir wollen. Wir haben nicht sehr viel Geld, wie ihr hier unten seht. So, wir suchen uns jetzt mal einen Schicken hier. Teuer. Teuer. Den können wir uns holen. Zu teuer. Ich möchte gern den haben, aber der ist auch zu teuer. Den Chicken Grün, nein, wir nehmen. Den auch zu teuer. Den will ich. So. Den kaufen wir uns. So, wir sind jetzt hier in unserem Wagen drin. So, mache ich hier alles mit der Maus. So, wir starten mal hier den Motor. Das ist Fahren. Pfeiltasten mal benutzen hier. Ui, schick. Ach ne. Irgendwie war ja. Hupe. Gott, stehen bleiben. Irgendwie will ich. Die Kameraeinstellung. Ach hier. So, hier haben wir jetzt die Kameraeinstellungen. Wie man sie am besten möchte. Ich nehme die hier. Ja, dann fahren wir gleich mal los hier. So, wir sollen M drücken, da oben sind wir die Stadtkarte. Nochmal M. Drücken Sie nun auf N, um ein Notizbuch zu öffnen. N. So, das ist unser Notizbuch. So, also wie wir hier sehen, der Pfeil zeigt an, wo wir uns ungefähr jetzt befinden. Ja, so, irgendwie hängt drei beide Wochen. Ne, meine Maus hängt doch nicht. So, wir können jetzt hier Wirtschaft, wo alles ist, Karriere, Anfänger, Statistik, haben wir hier alles. Pannendienst, können wir einen Pannendienst rufen, wenn wir nicht mehr von der Stelle kommen. So, wir sollen jetzt einen Pfeil suchen, der wird uns oben im Kreis angezeigt. Ich bin auch nicht der beste Fahrer. Also ich denke, dass ihr alles mit der Pfeiltaste, wie ich schon am Anfang gesagt, wie die auch da stand. So, wir nehmen jetzt ein Gas raus. Ich lenke ja schon rum hier. So, irgendwo soll jetzt hier Pfeil. So, der hier. Wir können ja mal einen Schritt weiter fahren. Drücken. Nein, der ist da oben. So, und wir haben grünes Licht. Wir müssen rum. So, hier müssen wir lang. Hier rum. Wir sollen auf Enter drücken. So, hier können wir uns jetzt aussuchen, wo wir hinfahren. Wir nehmen Frankfurt. Als erstes nehmen wir jetzt Äpfel, Frankfurt, Äpfel, Auftrag annehmen. So. So, wir müssen jetzt den Wagen, sollen Taste 3 drücken, da sehen wir jetzt auch gut die Grafik so. Nehmen wir ein Stückchen rüber. Oh. So, wir müssen jetzt hier lang. Es war ein bisschen zu stürmisch. So, wir können jetzt T drücken. Nun haben wir den Wagen hinten dran. Ja, und können jetzt hier rumfahren. So, wir drücken jetzt mal M, dass wir sehen, wo lang wir müssen. Wir fahren jetzt hier lang. Wir haben jetzt einen großen Wagen hinter uns. Ziehen wir her. 1 können wir drücken. Wir
sein. Und da sehen wir die Karte, wo wir hin müssen. Ja, ist ja auch schon ein Stückchen. Ja, und wir fahren... Ah, und wir fahren hier mal ein Stückchen. Ich bin nicht der beste Fahrer, wie ihr bestimmt schon seht. So, und los fahren wir. Mit Äpfel und paar... Weiß ich nicht. Nach Frankfurt. So. So, da vorne seht ihr schon ein Schild, wo lang wir müssen. Ich komme ja aus der Spur, dass ich nicht alle überholen bin. So. Amsterdam oder Frankfurt. Nicht auswärts. Ja, das war der erste Teil von Euro Truck Simulator. So, und wir sehen uns bald wieder im nächsten Teil. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Club PP von Eurogamer 2012.